Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde des guten Geschmacks, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meiner Tutorial-Reihe zu dem Strategie-Epos Europa Universalis 4 aus dem Hause Paradox. Dies wird eine weitere Folge sein, die sich mit dem Interface beschäftigt, und zwar mit dem Provinz-Interface-Information. Fenster, die Provinz in Europa Universalis ist die kleinste Landeinheit sozusagen, die ihr kontrollieren könnt. Provinzen erkennt ihr auf der Karte an den Namen, hier die Provinz Oxford, hier die Provinz Hampshire, Dorset, Somerset, Sussex und so weiter, abgegrenzt durch eine schmale Grenzlinie. Ihr seht hier aber auch, es gibt auch dickere Linien. Ja, also wenn wir sehen, dann geht die hier rum und die fasst diese Provinzen zusammen zu einer Region. Wir gucken uns jetzt hier mal die Provinz Dorset näher an. Wenn ihr auf eine Provinz draufklickt, dann geht eben dieses Fenster auf. Das soll Inhalt dieses Tutorials heute sein. Ihr seht hier oben gleich, hier steht Hampshire, ne, Dorset. Also das ist der Reiter für die Provinz. Und hier nebendran steht jetzt Wessex. Wessex steht jetzt hier nirgends. Wessex ist eben diese Region, ja, also wenn ihr hier auf Devon klickt, steht hier immer noch Wessex, 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 Wessex. Also, das hier ist die Region Wessex, und wenn ihr auf den Reiter der Region Wessex klickt, dann seht ihr auch, nach wie vor haben wir Hampshire markiert, ne, also ihr seht hier diese gelbe Umrandung, und dann gibt es eben nochmal eine größere gelbe Umrandung, das ist die Region für Wessex. Wir bleiben aber erstmal im Provinzfenster und schauen uns mal an, was uns das so für Informationen liefert. Ich will jetzt in diesem Tutorial da einfach, damit es auch nicht zu lang wird, gar nicht so sehr auf die einzelnen Mechaniken eingehen, die ihr eventuell hier angezeigt bekommt. Denn natürlich lässt sich in der Regel alles, was ihr hier seht, auch global in eurem Staatsverwaltungstab quasi managen. Aber ich hatte ja schon gesagt, für jedes dieser Tabs wird es eine Folge geben und da werden dann alle Mechaniken en Detail erklärt. Deswegen, ich will euch einfach nur dieses Fenster erklären, damit ihr dieses lesen könnt und eventuell, weil ein paar Knöpfchen gibt es hier ja auch, bedienen könnt. Somerset ist jetzt die ausgewählte Provinz. Das seht ihr nochmal hier in Textform. Bleib mal hier drauf, dann geht... Nein, geht nicht. Okay. ihr seht hier die Hauptstadt der Provinz. Das ist Bath. Hier ist es Salisbury. Und so weiter. Hier ist noch ein ausgegrautes Symbol. Da könntet ihr draufklicken, wenn ihr denn 200 administrative Macht ausgeben möchtet, um die Hauptstadt zu verlegen. Im Moment ist es London. Ihr seht, hier ist es auch nicht mehr ausgegraut, sondern eben farbig markiert. Und wenn ihr die Hauptstadt verlegen möchtet, vielleicht, ja, weiß ich nicht, vielleicht ist der Feind einfach zu nah oder es gibt eine andere Provinz, die irgendwie lukrativer ist oder so, dann könnt ihr das hier tun. In der Regel macht es keinen Sinn. Das macht manchmal Sinn, wenn ihr ein kleines Land spielt und euch echt massiv vergrößert habt oder so. Meinetwegen, ihr spielt, weiß ich nicht, hier dieses kleine Land Spanien. Okay, nee, jetzt hier Trier und ihr hättet Paris erobert oder so. Ja, dann würde das vielleicht Sinn machen. So, wir bleiben aber mal in England. Ich hatte es ja schon gesagt, das ist die Region Wessex und das gehört alles zu Britannien, wie ihr seht. Selbst hier in Schottland. Das bedeutet, dass diese Provinzen, wenn ihr die besitzt, könnt ihr Britannien gründen. Ja. Also hier zum Beispiel Norddeutschland, ja. Da könnt ihr, wenn ihr diese Provinzen besitzt oder zumindest ein Gros dieser Provinzen, dann könnt ihr Norddeutschland gründen und dann werdet ihr auch Ansprüche haben
auf die Provinzen, wo Norddeutschland steht oder eben Britannien. So, dann haben wir hier ein wunderschönes Bildchen. Das ist aber nicht nur reine Dekoration, sondern das dient euch schon als Information. Jetzt haben wir hier zum Beispiel den politischen Kartenmodus als Information, welches Terrain ihr überwiegend in dieser Provinz findet. Nicht nur, nur weil jetzt hier Wald zum Beispiel angezeigt ist, bedeutet das nicht, dass jeder Kampf im Wald stattfinden wird. Die Chance ist aber hoch, dass der Kampf da stattfinden wird. Ja. Es hilft euch einfach, wenn ihr eben nicht den Terrainkartenmodus ausgewählt habt, und um eventuell ja den Vormarsch eurer Truppen zu planen. Denn Terrain hat großen Einfluss auf die Fähigkeit eines Verteidigers, eine Provinz zu verteidigen oder eben auch nicht. Wenn ihr mit der Maus darüber geht, bekommt ihr noch ein paar Informationen mehr. Ihr kriegt einmal noch das Terrain in Textform angezeigt, darunter dann das Versorgungslimit plus 6. Das bedeutet, dieses Terrain erhöht euer Versorgungslimit um plus 6. Anderes Terrain nur um plus 5. In London sieht es dann schon viel besser aus, plus 10. Also das Terrain hat direkten Einfluss darauf, auf euer maximales. Es ist bestimmt nicht alleine das maximale Versorgungslimit, aber es hat großen Einfluss darauf. Dann hat auch das Terrain Einfluss auf die Steuereinnahmen, wie ihr seht, ne? Und die mögliche Anzahl an Gebäuden. Ist logisch, also in Gebirgen, im Hochgebirge kann man einfach weniger Großstädte bauen sozusagen als auf Ebenen. In der Provinz London, da fließt anscheinend auch ein Fluss. Wir alle wissen, dass das die Themse ist. In Oxford auch, in Norfolk auch, okay, hier auch, okay, so hier zum Beispiel nicht, ja, also jetzt zum Beispiel hier hätte ich jetzt nicht damit gerechnet, ja, weil hier auf der Karte ist auch gar kein Fluss zu sehen, ne, aber dennoch halt, ja, also das macht auch Sinn bei der Planung eurer Angriffe darauf zu achten, es fließt ein Fluss zwischen dieser Provinz und York. Das heißt, wenn ihr von York aus angreift, besteht eine Chance, dass der Verteidiger sich hinter einem Fluss verschanzen kann, was die Eroberung dieser Provinz ja doch massiv erschwert. Also das ist nicht zu unterschätzen. Da könnt ihr auch, also gerade wenn ihr Verteidigungskrieg führt, macht es Sinn, wirklich das zu nutzen. Das Terrain und auch eben den Fluss, also eure Verteidigungsposition entsprechend zu wählen. Hier habt ihr einen Button, das ist ein ganz nettes Feature. Jetzt sind wir halt in der Zeit noch nicht besonders weit vorangeschritten. Da seht ihr die Provinzgeschichte, da seht ihr einfach, welche Nationen da bereits Aktien drauf hatten. Rechts daneben seht ihr die Entwicklung. Es gibt drei verschiedene Entwicklungskategorien. Das ist einmal die Grundsteuer, das ist die Grundproduktion und das ist die Grundmannstärke. Die Grundsteuer, ja, bestimmt, wie viel Steuern in dieser Provinz erhoben werden, wie viel diese Provinz euch einbringen könnte. Das heißt nicht, dass nur weil hier 4 ist, dass dieser Betrag fix ist. Es gibt noch andere Faktoren, die den Steuerertrag dieser Provinz bestimmen. Die Grundproduktion bestimmt auch erstmal nicht per se, wie viel Geld ihr da durch die Produktion von Gütern bestimmt, sondern nur, wie viel ihr von diesen Gütern quasi produziert. Ja, und senkt zum Beispiel auch die Schiffsbauzeit. Also auch hier seht ihr immer durch den Maus-Tooltip eigentlich mal ganz gut, welche Einflüsse das hat, welche Faktoren da mit reinspielen und so weiter. Die Grundmannstärke zeigt an, wie viel Soldaten im wehrfähigen Alter sozusagen. Hier jetzt in London haben wir einen Bonus von plus 250, aber ihr seht hier, die Rekrutenreserve ist hier noch um einiges höher. Das wird dann durch, aber da kommen wir gleich dazu. Ne? Also dieser Ausbau zeigt an, wie viel Militär ihr da rekrutieren könnt oder zusätzlich rekrutieren könnt. Diese Zahl hier ist die Summe aus diesen drei eben genannten Kategorien. Das ist die gesamte Ausbau dieser Provinz. Also hier könnt ihr ganz gut ablesen, wenn ihr euch schnell einen Überblick verschaffen wollt,
Wie lukrativ ist es denn eigentlich, diese Provinz zu erobern und wie teuer wird es auch in den Friedensverhandlungen sein, diese Provinz als Friedenspreis sozusagen zu fordern? Dieser Totenkopf hier ist die sogenannte Verwüstung. Wenn in einer Provinz gekämpft wird, dann tickert dieser Wert hier nach oben. Das gibt einfach an, wie ihr euch vorstellen könnt, in welchem Zustand die Provinz ist und damit auch, wie produktiv oder eben ineffizient diese Provinz ist. In dieser Provinz gibt es auch Beute, die geplündert werden kann. Also in jeder Provinz gibt es das, ne? Wobei jetzt natürlich eine gut ausgebaute Hauptstadtprovinz kann man 20 Gold als Beute sich holen und hier sind es halt nur 9. Also wenn ihr Truppen in Feindesland habt, dann plündern eure Truppen Geschäfte und die Bevölkerung und wahrscheinlich Kirchen und weiß der Geier was. Und so könnt ihr während eines Krieges ja euch auch so finanzieren, indem ihr plündernd und marodierend quasi durch gegnerische Provinzen zieht. Hier seht ihr, wie viel Steuern bringt diese Provinz. Auch wieder hier durch verschiedenste Faktoren eben begünstigt oder reduziert die Produktion in dieser Provinz. Ja, Technologie seht ihr, 8% Bonus und so weiter. Wie gesagt, ich werde da alle noch in einzelnen Videos darauf eingehen. Ihr sollt jetzt einfach nur lernen, wie man das hier liest. Und das ist der Gesamtertrag, den diese Provinz in eure Staatskasse spült. Das ist ein sehr wichtiger Wert hier. Das ist die sogenannte Unruhe. Neben der globalen Unruhe, also einfach dem Unruhepotenzial in eurem gesamten Staat, hat auch jede Provinz eine lokale Unruhe. Genauso eine lokale Autonomie. Ich will mal gucken, ob wir vielleicht irgendeine unruhige Provinz hier irgendwo haben. Haben wir leider nicht. Schade, schade. Ach, doch, hier zum Beispiel ein bisschen. Ist jetzt nicht besonders hoch. Das ist ein Indikator, wo ihr ablesen könnt, wie stabil oder eben instabil ist diese Provinz und wie hoch ist da der Zwang zu handeln. Ihr werdet im Laufe der Zeit einfach ein Gefühl dafür entwickeln, was ein schlechter Wert ist und was ein guter Wert ist. Ihr seht hier auch nochmal, was für positive Effekte darauf einwirken und eben was schlecht ist. Zum Beispiel haben wir eine nicht akzeptierte Kultur, ihr habt die religiöse Einheit des Landes wirkt sich da negativ drauf aus und wir sind relativ intolerant anderen Religionen gegenüber. Und unter der gestrichelten Linie seht ihr dann, was für Nachteile das jetzt speziell für euch als Staat bietet. Ihr könnt immer an den Faktoren, die darauf einwirken, ob das nach oben oder nach unten zeigt, natürlich auch ein Handeln immer ableiten. Ja? Also ihr könnt überlegen, wir haben jetzt zum Beispiel, die Religion ist ein Problem. Naja, dann kann ich ja irgendwie hier einen Missionar hinschicken, zack. Ja, und jetzt wird die Religion geändert. Nämlich in meine Staatsreligion, die ja wahrscheinlich protestantisch ist. Genau. Also der Missionar wird jetzt das missionieren und wenn das abgeschlossen ist, ihr seht aber, jetzt ist die Unruhe direkt hochgegangen, ja, also die Bevölkerung mag es nicht, dass da jetzt ein Missionar arbeitet und wir haben sofort +6. Das kann jetzt natürlich auch vorher eventuell schon höher gewesen sein und ich möchte jetzt eigentlich die Unruhe senken. Jetzt habe ich sie erstmal erhöht. Ein sehr schneller Weg, Unruhe zu senken, also wo ihr instant drauf einwirken könnt, ist die Autonomie, zack. Ja, und ich habe hier sofort diese Provinz befriedet. Womit ihr das auch extrem schnell senken könnt, das möchte ich gerade noch sagen, ihr könnt immer Truppen in diese Provinz schicken. Das befriedet die auch immer sehr schön. So, ne, und ihr habt gesehen, mit einem Knopfdruck habe ich das jetzt irgendwie hier senkt. Ja, wie praktisch und so. Nee, also man hat auch einen Nachteil davon. Autonomie, die könnt ihr hier ablesen. Die lokale Autonomie dieser Provinz wird euch hier angezeigt. Und ihr seht hier mit dem Maustooltip, das hat massive Auswirkungen hier auf die Effizienz der Provinz innerhalb des Staates. Ne? Also Steuereinnahmen lokal -31, das ist ein Drittel weniger Steuereinnahmen. Ja? Also wenn ihr hier
was verändern wollt oder so, eure Produktion, Handelseinfluss und so weiter erhöhen wollt, ist Autonomie immer sehr wichtig, wie man das senkt und erhöht, natürlich auch wieder in einem anderen Tutorial. Hier seht ihr die Ansprüche, die auf diese Provinz geltend gemacht werden können. Ja, jetzt haben wir hier zum Beispiel Kildare. Ja, Kildare existiert gar nicht. Aber Kildare hat trotzdem Ansprüche. Was sagt mir das? Das ist auch ein potenzieller Unruheherd. Also es kann sein, dass irgendwann mal rebellische Gedanken da aufkommen, vielleicht sogar vom Ausland geschürt. Ja, dass irgendeine ausländische Macht sogar aktiv Geld da reinpumpt, um Rebellen zu unterstützen, um Nationalismus zu schüren und eben separatistische Bewegungen da in Gang zu setzen. Ja, das zeigt das hier an. Aber auch, vielleicht haben wir hier irgendwie, genau. Hier, Northumberland ist jetzt auch wieder in eventuellen Stadt, den ihr auch übrigens selber gründen könntet als Vasall oder so, ne? Aber auch dazu dann in einem anderen Video mehr. Also hier seht ihr Ansprüche, da könnt ihr eigentlich immer sehr gut ablesen, was bietet eigentlich die Provinz für Konfliktpotenzial? Habe ich da vielleicht sogar selber Ansprüche drauf? Also sprich, kann ich die durch einen Krieg damit rechtfertigen und so weiter. Ne? Also hier sehr gut abzulesen, Konfliktpotenzial in dieser Provinz. Das ist ein sehr wichtiger Punkt hier. Also um eine eroberte Provinz effizient in euer Staatsterritorium einzubinden, ist die erste Amtshandlung, nachdem ihr sie quasi dann rot gefärbt hat, in den Farben von England in dem Fall, ist die erste Amtshandlung, sie zu einer Kernprovinz zu machen. Nachdem ihr nun Ansprüche vielleicht auf eine, angenommen, wir hätten jetzt hier einen Anspruch drauf, führen einen Krieg und besetzen die Westmark, dann ist meine erste Amtshandlung, also hier ist jetzt dieser Knopf nicht vorhanden, ne? Also hier ist jetzt ein anderer Knopf vorhanden, Anspruch fingieren, das kann man auch übers Diplomatie-Menü machen, auch dazu ein anderes Video. So. Und das ist dann immer die erste Amtshandlung, ihr seht, das kostet auch immer administrative Macht, aber um eine Provinz effektiv in euer Staatsgebiet zu integrieren, um deren Kultur zu ändern, um die zu missionieren und sie einfach zu einem produktiven Teil unseres Staates zu machen, ist das unerlässlich, die zu einer Kernprovinz zu machen. Ihr seht hier die Kultur, die in dieser Provinz vorherrscht. Grüne Kultur bedeutet von unserem Staat, von unserer Gesellschaft akzeptierte Kultur. Das heißt, wir haben keinerlei Nachteile. Hier sieht es ein bisschen anders aus. Walisisch gehört zur gleichen Kulturgruppe, nämlich britisch. Wir haben jedoch primär die Kultur England. Schauen mal hier hier rein. Ja. Also nicht akzeptierte Kulturen ist walisisch, ist irisch, ja. Aber die gehören zur gleichen Kulturgruppe, von daher ist es nicht ganz so tragisch. Anders sieht es halt hier aus, ne. Das ist dann rot und ihr seht, ja, also auch hier trägt das zur Ineffizienz der jeweiligen Provinz bei. Also wenn ihr die Provinz effektiver machen wollt, ist ein adäquates Mittel, die Kultur zu akzeptieren in eurem Staat oder eben zu konvertieren. Ja, also hier die Kultur zu ändern, das kostet aber nicht unerheblich. Hier geht's gar nicht. Wieso eigentlich nicht? Ist keine protestantische. Ah, okay. Hier müssen wir erst die Religion konvertieren zur protestantischen. Und dann können wir auch die Kultur ändern. Das ist aber mit extremen Kosten hier. Also wenn wir jetzt ganz Frankreich erobern würden, macht es keinen Sinn, in den einzelnen Provinzen die französische Kultur irgendwie hier zu ändern, sondern da wäre es eine Überlegung wert, die französische Kultur zu akzeptieren. Dann spart man sich das. Aber in einzelnen Provinzen könnt ihr hier die Kultur ändern. Hier könnt ihr die Religion konvertieren. Das haben wir schon gesehen. Wir haben hier eine Bauliste. Ihr seht hier, was hier aktuell gebaut wird. Wir sehen jetzt im Moment nichts. So, dann bauen wir jetzt mal so eine Infanterie. Und dann seht ihr, hier wird eine Infanterie gebaut. Wir können hier auch Söldner ausheben. So, und dann
Ja, werden da zwei Einheiten gebaut. In Küstenprovinzen könnt ihr halt Schiffe bauen. So. Et voilà. Aber auch dazu ein andermal mehr. Also merke, Truppen werden immer in Provinzen ausgehoben. So, dann ist hier ein Button ausgegraut. Und zwar könnt ihr Provinzen, die an das Heilige Römische Reich deutscher Nation grenzen, könnt ihr. Da können sich diese Provinzen dem Heiligen Römischen Reich anschließen. Das macht natürlich nur Sinn, wenn ihr selber auch Mitglied des Heiligen Römischen Reichs seid. Zum Beispiel als Brandenburg erobere ich jetzt die Provinz und die Provinz und die Provinz. Dann ist hier ein Knopf und da kann ich draufklicken und dann ja, ist auch diese Provinz Teil des Heiligen Römischen Reichs und genießt den Schutz des Kaisers. Polen kann das wohl auch machen, macht aber wenig Sinn. Ihr seht hier in diesem Feld verschiedene Boni und Mali, die durch die verschiedensten Sachen so, ne? Also wir haben hier zum Beispiel die Themse-Mündung, die bringt schon mal fett Handelseinfluss. Wir haben ein wichtiges Handelszentrum. Also auch hier könnt ihr einfach den Wert einer Provinz oder eben, wie ihr hier seht, auch gerade die vorherrschenden Erschwernisse für eure Truppen, könnt ihr hier ablesen und auch da strategische Entscheidungen treffen. Hier seht ihr Institutionen, die in dieser Provinz bereits gefördert und damit etabliert sind. Institutionen, auch das ein andermal, ist eine sogenannte, ja, kulturelle oder technische Durchbruchstechnologie oder Entdeckung, ja, die in jeder einzelnen Provinz entweder etabliert ist, also gefördert nennt sich das hier im Game, oder eben auch nicht. Hier seht ihr das, welche Institutionen hier bereits gefördert sind und wo vielleicht noch dran gearbeitet wird. Hier habt ihr die Abteilung Militär. Ihr seht hier die Rekrutenreserve insgesamt, also beziehungsweise Basis haben wir 1000, ne, und dann eben die Faktoren, die das erhöhen oder eben ja, reduzieren. Auch da könnt ihr eigentlich immer aus dem Tooltip ein Handeln ableiten, wenn denn Handlungsbedarf besteht, weil ihr meint, ihr müsstet mehr Truppen in dieser Provinz haben. Ne, als Küstenprovinz produziert die Provinz natürlich auch Seeleute. Das gilt natürlich nur für Küstenprovinzen. Ja? Also Oxford hat hier null. So, hier seht ihr die Kriegspunktekosten. Das ist interessant für Friedensverhandlungen. Ja, und wie viel Kriegspunkte muss ich denn in einem Krieg errungen haben, um diese Provinz zu fordern in Friedensverhandlungen, wenn ich denn den Krieg gewonnen habe. Hier seht ihr die Verteidigung dieser Provinz. So, hier seht ihr Festungsstufe. Hier habt ihr einen Haken. Da könnt ihr die Festung bemannen oder eben ja, sie stilllegen. Die Hauptstadtfestung ist eigentlich immer bemannt, aber ihr könnt jetzt hier so, zack, das kann gerade bei kleinen Ländern, ne, also hier monatlicher Unterhalt, ein Gold. Na gut, wir sind jetzt eine relativ große Nation, aber kleine Länder haben nun manchmal nur 2, 3 Gold in jedem Monat verfügbar. Da ist ein Gold richtig, richtig viel Geld. Hier seht ihr nochmal die Festungsverteidigungsbonus. Es ist auf Hügeln gebaut, die Burg umso besser. Hier seht ihr die Garnison, wie groß die Garnison in dieser Festung ist. Und hier sehen wir die Belagerungsansicht. Wenn eine Provinz belagert wird, wir machen das einfach mal schnell. So. Dann lassen wir die mal nach Norden marschieren, während ich hier weitersabbel. Also dann zur Belagerungsansicht gleich mehr. Ihr seht hier die Handelsansicht. Den Handelseinfluss, den diese Provinz generiert, den Handelswert, also einfach wie viel, was für einen Warenwert diese Provinz beisteuert, den Handelseinfluss, wie viel Einfluss das für euch generiert an dem jeweiligen Handelsknoten und die produzierten Güter. So, hier seht ihr,
wie viel der Gelder an dem jeweiligen Knoten verbleiben. Das kann ganz anders aussehen. Hier zum Beispiel, da gehen einfach bestimmte Prozentzahl an Handelswert wird da abgezogen. Hier seht ihr die führende Handelsnation des jeweiligen Handelsknotens, zu dem diese Provinz gehört. Und das müsste eine Manufaktur sein, wenn mich nicht alles täuscht. So, wir werden jetzt mal Schottland den Krieg erklären. Ist eigentlich egal. Also normalerweise macht man das natürlich nicht ohne Kriegsgrund. Bitte jetzt hier das nicht als Beispiel für einen tollen Krieg. Ich will euch ja nur mal eben das Belagerungsfenster zeigen. So, der. Jetzt wird hier nochmal kurz gekämpft. Ja, also hier seht ihr jetzt hier auch gerade, ja, also den Malus, den ich durch das Gelände hier erhalten habe. So, jetzt haben die fertig gekämpft. So, und wenn ihr jetzt auf die Provinz draufklickt, dann habt ihr hier das Belagerungsfenster. Ja, da will ich jetzt auch gar nicht weiter drauf eingehen, das machen wir im Militärteil, ne, aber also so sieht es normalerweise aus, wenn aber da Truppen stehen und die belagern eine Provinz, dann kann das ganz anders aussehen. Ja, aber vielleicht möchte ich jetzt ja mir die Provinz angucken, dann könnt ihr hier Provinz und dann jetzt ist dieser Knopf auch aktiv, ne, und jetzt könnt ihr hier zwischen Belagerungsfenster und Provinzansicht umschalten. Wunderbar. So, und hier seht ihr nochmal die Ressource, die hier produziert wird in dieser Provinz und der aktuelle Preis auf dem Weltmarkt für diese Ressource. Hier habt ihr noch einen kleinen Reiter. Das ist euer Gebäudeübersicht. Ja, und jetzt seht ihr schon, also das sind die mögliche Anzahl an Gebäuden, die gebaut werden kann. Ihr seht, das unterscheidet sich massiv. Und dann ist hier immer noch so ein Schlosssymbol mit einer Zahl. Das Schlosssymbol zeigt an, dass der Bauslot hier gesperrt ist. Und diese Zahl zeigt die Entwicklungsstufe an, die ihr benötigt, um diesen Slot freizuschalten. Ja, also wenn London jetzt hier Entwicklungsstufe 30 hat, dann, ne, also ihr seht, 20 hat London, da ist dieser Slot frei, während hier ist er noch besetzt. So. Und wenn ihr hier draufklickt, dann könnt ihr hier wunderschön alle Gebäude bauen, die hier möglich sind. Ne? Also Militärgebäude, Kirchen erhöht die Steuern und so weiter, was dann wiederum diese Faktoren oder eben diese Faktoren verändert. Ich empfehle aber eigentlich immer, Gebäude hier zu bauen im Gebäudemenü, weil ihr seht nämlich, also könnt das natürlich in der Provinz machen, aber wenn ich jetzt hier auf Kirche klicke, da sehe ich sofort, wo ich den größten Nutzen davon habe. Ne? Also eine Kirche in London zu bauen, bringt mir viel mehr als in Northumberland. Während wenn ich jetzt in Northumberland... Wo bist du? Ist es hier? Ja. Erdkunde 1. So, ne? Also wenn ich jetzt hier auf die Kirche gehe, dann steht hier nur Steuereinnahmen plus 40% und dann muss ich das natürlich irgendwie hier ausrechnen. Also 40% von Steuer, 0,26 und so, also dann ist es ja echt einfach besser, macht das irgendwie hier, ne? Also hier Produktionsmenü, zack. Also es ist so, wie viele Seeleute kriege ich dazu, ne? Also, und dann seht ihr ja auch hier, ne, wo das überhaupt noch gebaut werden kann. Und zum Beispiel jetzt hier baue und dann seht ihr gleich farblich dann, wo ist denn schon was gebaut und so, ne? Also Gebäude baue ich eigentlich nie in der Provinzansicht. Dennoch gibt es diesen Reiter. Ja, und hier seht ihr dann noch die verschiedensten Informationen, die zu diesem Baumenü relevant sind. Baukosten, ne? Also ob das eventuell vielleicht auch nur in der Provinz billiger ist, das kann auch sein. Ja? Also es gibt auch lokale Faktoren, die die Baukosten senken. Da macht es vielleicht Sinn, eine Manufaktur da zu bauen, als in einer Provinz, die einen ähnlichen Ertrag hat und so weiter. Okay, dann schauen wir uns jetzt mal hier den zweiten Reiter an. Nämlich die Region. Ihr seht, hier ist es ja jetzt, wie ich vorhin schon sagte, jetzt Gold umrandet. Ihr seht hier die Steuereinnahmen.
des Staat Wessex. Jetzt hat der Basti vorhin gesagt, das ist eine Region, ne? Einfach eine Zusammenfassung von Provinzen zu einer Region, das ist richtig. Es gibt aber zwei Möglichkeiten, wie ihr diese Region in euer Staatsgebiet integrieren könnt. Einmal als Territorium und einmal als Staat. Der Unterschied, also ihr könnt nur eine begrenzte Anzahl an Staaten überhaupt unterhalten unterhalten. Aber um eine Provinz effektiv in euer Staatsterritorium zu integrieren, ist es besser, einen Staat zu gründen. Ne? Also ich löse es jetzt mal auf. So, zack. Das kostet halt hier richtig Punkte. Hier seht ihr jetzt schon, Wessex ist ein Staat. Wir lösen das jetzt trotzdem mal auf. Zack. So. So, jetzt ist Wessex kein Staat mehr, sondern Territorium Wessex. Ne? Ich mache es jetzt mal wieder zum Staat. Und jetzt schauen wir mal hier auf die Steuereinnahmen. So. Ne? Also, ihr habt größeren, also die Provinzen beziehungsweise diese ganze Region, die ist effektiver als Staat, aber ihr könnt eben nur eine begrenzte Anzahl an Staaten unterhalten. Und nur wenn sie ein Staat ist, könnt ihr auch diese jetzt, ne, es ist jetzt keine Kernprovinz mehr von England. Und nur wenn ihr einen Staat gegründet habt, könnt ihr das auch zu einer echten Kernprovinz machen. Ich gehe jetzt mal hier drauf. England betrachtet diese Provinz als Kernprovinz ihrer Nation. Sie kontrolliert diese Provinz. Ja, also England betrachtet das schon als Kernprovinz. Aber es ist eben nur eine, Dorset ist eine territoriale Kernprovinz. Sie verursacht keine Überdehnung, auch zur Überdehnung an anderer Stelle mehr. Doch wird ein hohes Maß an Autonomie haben. Ja? Also die hat hier 50% jetzt Autonomie. Das heißt, die ist extrem ineffizient. Ne? Ja, lokale Autonomie modifiziert dies um 75%. So, dann lesen wir uns mal weiter durch. So. Und die Kernprovinz geht verloren, wenn sie erobert wird. Das heißt, wenn Schottland jetzt Dorset erobert, dann ist es keine englische Kernprovinz mehr. Territoriale Kernprovinzen können in richtige Kernprovinzen umgewandelt werden, wenn sie Teil eines Staates ist. Ja? Also das ist mein Staatsgebiet, aber es ist doch eher so ein bisschen, hängt ein bisschen loser, sag ich mal, an unserem Staatsgebiet dran. Das heißt, vor allen Dingen für reiche Provinzen, ne? Staat gründen. Wessex ist ein Staat, das haben wir gemacht. Alle Kernprovinzen in Wessex schaffen. So, zack, das kostet halt immer administrative Macht, ne? Also administrative Macht ist direkt dafür verantwortlich, wie gut ihr Provinzen nach einem Krieg, nach einer Eroberung, Besiedlung, wie auch immer, in euer Staat integrieren könnt. Und ihr seht, die Steuereinnahmen sind jetzt massiv nach oben gegangen, so. Und jetzt haben wir hier auch, England betrachtet diese Provinz als Kernprovinz, Punkt halt, ja? Also wenn die jetzt erobert wird, bleibt das eine englische Kernprovinz und England wird da einen Anspruch drauf haben, um einen Rückeroberungskrieg dann zu rechtfertigen. So, das ist das Provinzfenster gewesen. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Wenn ihr irgendwelche Knöpfe habt oder so, dann liegt das an, die hier jetzt nicht aufgeführt sind, dann liegt das an einem DLC. Das ist das Vanilla-Provinzfenster. Aber ich habe schon mal geguckt mit allen DLCs. Es ist nicht so viel mehr, was da dazugekommen ist. Und ich denke mal, in Verbindung mit Steinwallens DLC und Patchliste, die ich rechts oben in der Infocard verlinkt habe, könnt ihr euch da wunderbar einfinden. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir bitte ein Like da. Und falls ihr noch kein Abo bei meinem Kanal habt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr hier unten auf den Abo-Button klickt und meinen Kanal abonniert. Ich bin der Basti. Ich bin hier raus. Ich hoffe, du schaltest nächste Folge wieder ein. Und ich sage ciao, ciao.